So, wir haben es jetzt einmal durchgespielt. Es gibt ja immer wieder neue Gäste hier. We have some new guests also. So, for all you guys here, für alle, die hier unsere Gäste sind, die mit dem roten Halsband ist das Motto-Lied des Szenario Big Games. Immer wenn ihr diesen Song hört, und zwar immer in dieser brachialen, abartigen Ultralautstärke, dann wisst ihr, es gibt einen Programmpunkt. Also, das läuft folgendermaßen ab. Du liegst in einem Liegestuhl, ja? Hast dir diverse Biere deinem Körper gegeben, denn Dehydration ist der Feind eines jeden Festivalbesuchers. Und dann denkst du dir, ey, was mache ich hier eigentlich? Ah, ich bin ja hier zum Paintball spielen. Und wenn du dann dieses Lied hörst, dann schnappst du deine Paintball-Ausrüstung und grabbest mal Richtung Bühne. Denn dann gibt es einen neuen Programmpunkt, wo du mitspielen kannst. Habt ihr das soweit verstanden? So, also, ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. Ich meine, es ist Donnerstagmittag, es ist noch ein bisschen schwierig. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Also, wenn man mal auf den Campingplatz geschaut hat, die Bude ist gerammelt voll, wie man so schön sagt. Wir sind bis auf die letzte Nase ausverkauft und ausgebucht. Wetterbericht ist hervorragend, Stimmung ist hervorragend. Ich habe schon alles durchgefressen, Essen schmeckt auch überall. Paint habe ich getestet, macht auch Spaß. Und wir haben ein super, super geiles Programm für euch. Wir haben das komplett nagelneue MacFit-Gelände, das wurde noch nie bespielt. Wir haben Ares Alpha, digitale Gamesteuerung, haben wir noch nie gemacht. Wir haben ein Störerteam von der Orga, das neuen Schwung ins Gameplay bringen soll. Also wir haben ganz, 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 ganz viele neue Punkte für euch. Und wir haben natürlich auch am Samstag dann Terminatoren in Game, die euch dann quasi das Leben hoffentlich ein bisschen zur Hölle machen. Unser Programm findet ihr im Programmheft. Jeder hat so ein Heftchen bekommen. Da steht Eventbooklet drauf. Dort findet ihr das Programm, was alles stattfindet. Treffpunkt für die Programmpunkte sind im Allgemeinen immer hier. Also an der Bühne. Von hier aus werdet ihr dann von dem jeweiligen Spielleiter, der diesen Programmpunkt durchführt, abgeholt. Also angenommen, es ist irgendwie First Strike Shooting Contest. Wir treffen uns alle hier und der Spielleiter, der das da mit euch macht, holt euch hier ab und geht mit euch dahin, wo es dann stattfindet. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen, Sorgen, Nöte, sonstiges habt, die nächsten 4 Tage bin ich euer Papa, euer Mama, euer Sorgenkind, euer Beschwerde, Mülleimer, sonstiges. Ihr könnt jederzeit zu mir kommen. Ich werde immer versuchen, für euch eine Lösung zu finden, wenn ihr irgendwelche Sorgen oder Nöte habt. Oder ich mache ein paar Beratungen und so. Ja? Also alles, überhaupt kein Thema, könnt ihr jederzeit bei mir hier abholen. Wenn ihr bezüglich, wenn ihr einen Sunny braucht oder was weiß ich, ihr könnt tagsüber immer ins Office. Abends immer an den Service Point von der Security. Auch dort wird euch immer geholfen. Mir bleibt jetzt nur über euch 4 mega geile Tage bei uns zu wünschen. Genießt die Zeit. Ich bin froh, dass wir das erste Mal wieder komplett ohne Corona-Auflagen das Ganze hier durchziehen können. Ich bin zwar der Meinung, wir haben das ja relativ entspannt durch die Corona-Zeit geschafft. Aber, oh ja, das ist mein Programm, Dankeschön, das ist total nett von dir. Ja, da steht nichts Geheimes drauf, es ist nur so, ich bin einfach zu alt, mir das zu merken. Das ist alles. Also, wir haben es, glaube ich, relativ gut durch die Corona-Zeit geschafft. Wir haben, wie ihr seht, auch wahnsinnig viel gebaut, renoviert, weitergemacht, sonstiges. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr unsere nagelneuen Sanitäranlagen ein bisschen pflegeleicht oder pflegsam behandelt, ja. Unsere Putzkräfte würden sich freuen und die anderen, die nach euch aufs Klo gehen müssen, auch. Denkt dran, ja, okay, wir haben Festival, ja, und wir feiern miteinander, aber deswegen muss man nicht zum kompletten Schwein werden. Ja, das wäre so ein bisschen ein Anliegen von mir. Vielleicht auch untereinander der eine auf den anderen ein bisschen schauen. Also wenn einer aus dem Rahmen fällt, dann hat er meistens ja noch 3 Kumpels, die nur 0,5 Promille weniger haben. Und den dann quasi, naja, wie soll man so, ne, so ein Selbsterziehungsmechanismus ist eigentlich, finde ich, ganz förderlich.
immer dran denken, letzten Endes ist es ja so, dass diesen Beitrag oder diese Ticketgebühr, die ihr hier bezahlt, das ist mehr oder minder Unkostbeitrag. Was übrig bleibt von dem Geld, stecken wir wieder ins Event, also in die Anlage. Das heißt, je weniger das kaputt geht und je weniger der Schmarrn passiert, desto mehr können wir wieder in die Anlage stecken und desto mehr ja, Verbesserungen, desto coolere Felder etc. etc. habt ihr beim nächsten Mal. Also ihr finanziert im Prinzip ja den Ausbau eurer Anlage selber. Somit glaube ich, ist es auch in jedermanns Interesse, ja, dass dieses Konzept beibehalten werden kann. Oh, some steaks. Very nice. Oh, yeah. This was a little bit dangerous. So, yes, for the English guests, we start with the first game. 1:30, meeting point always here. When you have some questions, you can come to me. I explain you in English, it's no problem for me. My English is not the best, but I try everything, what I can. Für alle anderen, 13:30, aufgerödelt, hier treffen wir, spielen als erstes ein Warm-up-Game zwischen Haus und Secret Bunker, zum Warmwerden, zum Markierer testen, zum ins Event sliden und um 15 Uhr spielen wir dann das erste größere Game, auch wieder Treffpunkt hier. Normalerweise fahren wir dann mit dem Bus in den Bunkerwald. Dieses Mal machen wir was ganz Besonderes, wir sozusagen entjungfern das Kraftwerk, also das Heizhaus. Das ist noch nie bespielt worden und wir haben es jetzt fertig umgebaut und heute Nachmittag, also alle Spieler zusammen, McFett oder auch Hopper, völlig egal, werden wir heute Nachmittag in einem Special Game das Heizhaus entjungfern. Ist eine Erfahrung fürs Leben. Ne? Das Briefing ist um 15 Uhr hier an der Bühne. So. Also, Treffpunkt hier 13:30, aufgerödelt zum Briefing fürs Heizhaus, fürs erste Game. Um 15 Uhr Treffpunkt hier, Briefing fürs Heizhaus. Um 16 Uhr Treffpunkt hier für den McFett-Kurs. Wir haben uns was ganz Spezielles überlegt, wir tun mit euch abseilen. Also wer sich schon mal abgeseilen lassen wollte, in einem Bunker, so 20 Meter tief, 16 Uhr, Treffpunkt hier. Wir fahren mit euch dann raus. Ich habe schon tiefere Dinge zum erlebt. Abseilen, zum McFett-Kurs. Natürlich kann sich jeder abseilen lassen, ne? Völlig egal, welchen Markierer. Seil doch jeden Tag so einer ab. So. Und heute Abend dann haben wir McFett Night, auch Eintragung hier. Wir haben ab 19 Uhr die Sauna geöffnet, wir haben Massage ab 19 Uhr. Wir haben heute Abend 21 Uhr, nein, ohne Happy End, das musst du dann selber machen. Um 21 Uhr haben wir dann Szenario-Kino, wir zeigen Terminator natürlich, ne, zur Einstimmung aufs Event. Und ja, alles andere findet ihr natürlich in unserem Programmheft. 19 Uhr Time Trials, wer mitspielen möchte, das ist der Shooting-Kurs da hinten. Time Trials um 19 Uhr. Ihr findet alle Informationen auch nochmal in eurem Event-Booklet. Das habt jeder von euch ausgehändigt bekommen. Im Event-Booklet habt ihr auch einen Spielplan, also eine Karte des Spielfelds. Das könnt ihr raustrennen. Manchmal vielleicht auch kein Fehler. Ne? Also jeder von euch hat ein Event-Patch bekommen, ein Booklet mit Timetable, das wir auch einhalten, und einen Spielplan. Ja, also jetzt muss jeder von euch eine Karte haben und theoretisch, wenn er lesen kann, auch die Programmpunkte. Du musst lesen. For all guys in English, of course we do in English only a short version of the briefing because 90% of the players are Germans. Afterwards, when you have some questions, you can always come to me and I explain the same in English. So, next meeting here, 1:30, with the guns, then we start playing. Bis nachher und viel Spaß und danke, dass ihr alle da seid.